Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Schluss mit Langeweile beim Frühjahrsputz. Mit unseren Haushaltshacks macht's Putzen wieder richtig Spaß. Wir starten gleich mit unseren heißgeliebten weißen Sneakers. Wobei, weiß kann man da jetzt nicht mehr wirklich davon reden. Genau. Naja, man hat sie viel an. Wie gesagt, heiß begehrt, heiß geliebt. Aber mit der Innovation, dem Frosch All-in-One Power Gel, machen wir jetzt ein Spülibad. Mhm. Okay? Also einmal Heißwasser in eine große Schüssel einlaufen lassen. Warte mal. Gib mir. Ja. Dann nehmen wir das Froschgel. Mhm. So wenig reicht schon? Reicht. Super. Es entwickelt gleich mal seine volle Kraft. Warte, ich nehme jetzt die Schuhe trotzdem. Kann ich da ein bisschen so aufwirbeln? Ja, bisschen voll gerne. Das mache ich auch zu Hause so gerne. Da sieht man die Hausfrau. Instinktiv schon. Ich will voll reingreifen. So. Das reicht schon, gell? Genau, dass er halt schön im Wasser schwimmt. Und Theresa, das ist jetzt eigentlich ein Maschinengeschirrspülgel, oder? Richtig. Das Coole aber daran ist, dass es flüssig ist. Mhm. Es hat wie so eine Ketchup-Dosenform. Und durch das kann ich das wunderbar dosieren. Ist ideal, wenn man sagt, okay, ich habe vielleicht die Maschine nicht ganz voll oder die Teller und das Besteck, das Geschirr selber ist gar nicht so dreckig. Oder ich möchte das Kurzwaschprogramm starten. Somit kann man es wunderbar dosieren und man hat nicht zu viel Produkt drin. Cool. Außerdem ist es ja ein 3-in-1 Produkt. Was bedeutet, wir sparen uns hier den Maschinensalz und den Glasspüler. Ich spare somit nicht nur Zeit und Geld, sondern auch Energie. Da hast du vollkommen recht. Sehr das cool. Tolle daran ist noch, dass wir pflanzliche Tenside enthalten haben, dass es vegan ist, dass es aus recyceltem Plastik ist und sogar made in Austria. Und zwar? Nicht in Vorarlberg, aber im schönen Salzburger Land. Liebe Grüße an alle Salzburger. So, jetzt geht's aber unseren Schuhen noch einmal an den Kragen. Und zwar nehmt ihr einfach eine alte Zahnbürste, euren weißen Schuh und dann schrubben wir da auf der Seite. Was auch gut funktioniert, Haushaltshack von der Resel, eine alte Nagelbürste und schrubben. Was das und schrubben. Wow! Und da darf man ruhig so Vollgas reiben, weil das halten die Schuhe schon aus. Cool. Ich bin jetzt zufrieden. Einmal noch abwischen. Sieht schon gut aus. Jetzt bitte, Alina, der zweite zum Vergleich. Mhm. Hey, wow, cool. Na schau. Das stimmt, man sieht richtig einen Unterschied. Hey, Alina, jetzt sind wir ja sowieso gerade beim Geschirrspülen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich kochen tue daheim, ist es meistens so, dass man auch was anbrennt, wie jetzt zum Beispiel da oder Reis, oder wie man in Vorarlberg, im Vorarlberger Slang sagt, ankockt. Es ist was ankockt. Hast du einen Tipp für mich? Ja, natürlich. Mein Haushaltshack ist das Pril Power Fresh Geschirrspülmittel. Und zwar nehmt ihr euren angebrannten Topf, etwas kaltes Wasser. Kaltes, Alina? Ja, ganz genau. Unbedingt kaltes Wasser und ein paar Tropfen vom Pril dazugeben. Und du darfst das jetzt aufkochen, Theresa. Okay, passt. Dann zeige ich dir das. Ganz das schnell funktioniert das. Volle Power? Volle Power. Okay, gut. Aber wir können, ich habe noch was anderes. Ja. Gehen wir mal, das tut eh für uns, weil ich habe noch etwas. Oh oh, Herr Tetrad. Ich habe alles ausgegraben von zu Hause. Das stört mich nämlich. Ich bin ein bisschen ein Monk. Und das stört mich, wenn es da so angebrannt ist. Funktioniert das da auch? Natürlich, selbstverständlich. Der Vergleich? Ich meine, ein bisschen Bemühung kannst du noch da denn, aber der Vergleich ist schon super. Bisschen mehr Muck ist, dann wird es picobello. Ja, wir haben ja noch unseren Topf, genau, wo angebrannt ist. Genau, das reichst du mir bitte rüber. Aufgekocht ist es, es raucht. Genau, wie ihr seht, ist es schon ein bisschen heiß geworden und dann kann man das einfach mit einer Bürste, nicht mit der Hand mit dem Schwamm rein, sonst verbrennt ihr euch. Und schon löst sich alles mühelos ab. Mhm. So. Na, schau. Schaut's mal. Oder? Hat gut funktioniert. Das war jetzt ein paar Sekunden, wo wir das ausgelöst haben. Machen wir es gleich voll sauber. Machen wir es voll? Magst du es gleich sehen? Na sieh. Weil, ich meine, es hat jetzt voll super funktioniert, aber ich will den Topf hier wieder mit nach Hause nehmen. Gerne.
Toll, wenn er fertig geschrubbt ist. Ein Tropfen Brill wieder nehmen auf unseren Schwamm. Ich darf es mir geben, genau. Und dann wird geschrubbt. Seht ihr das? Das ist eine Hausfrau, die schrubbt da eine. Für nichts zu keine schade. Keine Berührungsängste. Da hat der Reis keine Chance mehr. Ja, aha. Oder Stiel. Unbedingt, aber alles mit. Das taugt mir, dass du mein Geschirr sauber machst. Kannst du da abends wieder deinen Schatz sich was kochen, ja, ja. Oder mir selber einfach. Und bitte nicht mehr anbrennen lassen, wenn es geht. Ha? Naja, aber das geht halt schnell. Das passiert dir sicher auch. Klar. Soll ich abtrocknen? Einer tut immer abwaschen und der zweite tut abtrocknen, oder? Ideal, gell? War das bei euch früher auch so? Für heißes Wasser braucht man natürlich einen Wasserkocher. Und der schaut halt meistens aus. Das kenne ich. Am besten schaut man da gar nicht durch oder hinein oder wegstellen. Ja, aber bei einem durchsichtigen ist es halt ein bisschen blöd, da sieht man es, oder? Aber ganz einfach, da kommt der Bigood Essigreiniger ins Spiel. Mhm. Bigood selber ist eine richtig tolle Marke, verwende ich in meinem Haushalt sehr, sehr gerne, weil man muss gar kein schlechtes Gewissen haben, da Bigood aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird, veganisch, ohne tierische Inhaltsstoffe hergestellt wird und auch in Österreich produziert wird. Und natürlich ganz wichtig, exklusiv bei Bipa erhältlich. Ganz wichtig. Also gut, ich verwende jetzt da eben den Essigreiniger, eine Verschlusskappe voll, circa. Ich weiß nicht, ihr kennt ja den typischen Essiggeruch. Ich mag ihn. Ja, ich brauche es jetzt nicht im ganzen Haus, weil ich finde, es riecht schon ein bisschen penetrant. Aber sauber. Man kann nicht alles haben. Aber mit dem Bigood-Reiniger schon, weil der riecht fein nach Apfel. Mhm. So, also eine Verschlusskappe voll, ein bisschen Wasser rein. So, zack. Einmal einschalten und lossprudeln. Los geht's. Und dann erledigt es von selber das. Alina, ich bin schon voll zufrieden. Wir haben ganz viel saubere Sachen schon. Das aber stimmt, ja. Schauen wir da nach links. Ja, oh. Kommt okay. Mit. Schauen wir uns mal an. Das geht gar nicht. Aber da habe ich was richtig, richtig Cooles, und zwar den Scrub Daddy Schwamm. Das Besondere an dem ist, mit kaltem Wasser bleibt er nämlich fest, löst super Verkrustungen auf und mit warmem Wasser, das zeige ich euch aber später, ist er ganz weich. So, wir nehmen wieder unseren Essigreiniger. Und schon kann man schrubben. Man hört es zwar, aber die Materialien zerkratzt er nicht. Funktioniert gut, hey. So, schau mal, wie cool. Schau. Also die harten Verkrustungen hat er schon gelöst. Das ist ein richtiger Wunderschwamm, richtiger oder? Cool. Schaut nicht nur cool aus, sondern vollbringt Wunder im Haushalt, gell? Das finde ich auch immer. Es muss cool ausschauen, die Gadgets, weil sonst macht es nicht so viel Spaß, gell? Und jetzt entsteht die Magie, wenn man mit warmem Wasser... Wird er weich. Wird er nämlich ganz weich. Tatsächlich? Ja. Was ganz, ganz cool ist, wenn wir zum Beispiel Besteck haben. Ah, cool. Mega süß, oder? Und dann für Gläser oder Tassen kann man da so schön reingreifen. In die Augen? In die Augen. Er ist so süß, oder? Da macht Abwaschen richtig Spaß. Ja, das stimmt. Den verwenden sogar meine Kids, so bringe ich sie zum Geschirrwaschen dazu. Super. Mega. Echt cooler Schwamm. Genau. Elena, das hat jetzt echt super gut funktioniert. Was leider noch nicht funktioniert, ist Geruchsfernsehen. Was ich mir jetzt schon ein bisschen wünschen würde, weil dann würdet ihr auch in den Genuss kommen von diesem angenehmen Raumduft, den gerade in der Küche herrscht. Genau. Wir werden hier eigentlich schon die ganze Zeit verwöhnt mit dem Airwick 24/7 Active Fresh. Und zwar ist das ein Spray auf Wasserbasis. Okay. Ja? Ohne Farbstoffe und ohne Treibgas, aber dafür mit ganz, ganz natürlichen ätherischen Ölen. Und das Coole ist, er funktioniert super in der Küche, am WC, beim Katzenklo. Ich habe keine Katzen. Vielleicht. Und das Besondere ist, dass er mit Batterien betrieben wird und ganz, ganz viele Duftrichtungen hat. Wir haben hier Jasminblüte. Voll fein. Richtig fein. Euch juckt es jetzt hier voll in den Fingern, das spüre ich schon richtig. Und ihr habt Bock zu putzen und den Frühjahrsputz zu starten. Deshalb schnell zu Bipa, holt euch die coolen Haushaltsprodukte, haut euch eure Lieblingsplaylist rein, weil dann funktioniert sie immer viel einfacher. Und dann schwingt die Fetzen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt von Bipa und von uns beiden, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und nicht vergessen, das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann.
Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, kann ich wieder fahren, dann noch mal Luther. Ah. Oh. Aber Theresa, das ist jetzt eigentlich ein Wir schreiben in Vorarlberg, Abtreckner! Keine Ahnung, wie man in Vorarlberg schreibt.